Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part in der Spielerkarriere EFC24 und Barry Robson könnte vorm Ausstehen, da sehen wir mal einen Schau, deswegen gehen wir mal rein in die Neuigkeiten. Und Hibernian schlägt Rivalen Rangers, das ist sehr nice für uns, denke ich mal. Ist schon das Wochen nicht mehr übersehen. Ja. Jawohl, Starspieler Sascha Wheel. Wheel ist ein äußerst respektabler Spieler, Antreiber gegenüber. Was für, das habe ich gar nicht gesagt. Das habe ich so überhaupt nicht gesagt. Immer diese Presse, ne? Wow. Das habe ich so überhaupt nicht gesagt. Ja, hier ist mein Weg. Tore mich draufhauen sollten kein Problem sein. Vorlagen. Vorlagen, 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 das könnte mich noch haunten. Allerdings weiß ich auch gar nicht, sind wir eigentlich, wie weit sind wir in der Saison eigentlich? Muss ich mal nachschauen. Wir sind hier aktuell im Dezember, also wir haben noch einige Monate noch zu gehen, ne? Ja. Ach ja, stimmt, es kommen ja hier noch die Playoffs, also das ist die reguläre Spielzeit und dann kommen noch in der schottischen Liga Playoffs und vielleicht sind wir auch noch in der Conference League mit dabei, wobei gegen Sociedad das wird schwierig, aber kann ich nochmal bitte kurz auf den Kalender ein bisschen genauer eingehen, genau Ross County, da werde ich denke ich mal Highlights wieder zocken, auch wenn das naja so eine Sache ist, ne? Und ja, dann gegen die Rangers werde ich spielen beide Partien, komplett. Dann die FC in den Highlights. Ja. Ross County auch in den Highlights. Genau, die beiden kann man in die Highlights packen, denke ich. Und dann die beiden wahrscheinlich auch in die Highlights hier. Dann das hier spielen. Ja, hier keine Ahnung, was ja, schwer zu sagen. Ja, das hier dann auch voll mitnehmen. Also die Conference League Spiele auf jeden Fall voll mitnehmen. Vielleicht auch simulieren. Weil das würde mir eigentlich ganz gut gefallen, oder? Ja. Ja, oder ich nehme es halt mit einfach. Ja. Aber andererseits will ich auch vorankommen ein bisschen und so. Ja. Ja, wobei, ich könnte mal versuchen, wie lange das dauert, wenn ich Highlights zocke in der Spielerkarriere und ein Spiel voll zocke. Das wäre eine Idee. Tatsächlich. Das wäre eine Idee. Ah, einer ist nicht fit in der Abwehr. Ich weiß nicht, warum der mitspielt, der Rosenfelder. Aber naja. Und auch bei dem drittletzten IV und dem Rechtsverteidiger scheint auch nicht ganz fit zu sein. Ja, kein Wunder, dass der Trainer vom Aus steht, aber vielleicht gibt es da auch keine andere Wahl. Wer weiß ja schon. Was einfaches Ziel mit. Ich weiß zwar nicht, wie fern uns das noch die Punkte einbringen kann. Also im Allgemeinen. Auch. Ja. Keine Ahnung. Ah, da sehen wir einen Starspieler, der seiner Mannschaft mal wieder den Rücken kehrt. So muss das. Deine Mannschaftssportler. Ja, wie gesagt, wenn die Spiele nicht so fun machen, so. Würde ich gar nicht drüber nachdenken, also in Real Life würde ich nicht nachdenken, Mannschaftssport zu sein. So. Also klar, Fußball an sich bockt, aber ja, Mannschaftssport und so ist nicht meins. So mit anderen Menschen zu tun zu haben. So, jeder, der länger hier vorbeischaut, der weiß, dass es absolut nicht mein Ding ist. Warum sollte es auch? Ich bin ein einsamer Wolf und ich muss mir und meiner Linie treu bleiben. Und weil das mir wichtiger ist als andere. So. Man könnte mir tatsächlich jedes Geld der Welt anbieten, auch meine Träume, meine Ziele noch mit draufpacken. So. Und also man könnte mich vor die Wahl stellen, halt. Alles Geld der Welt, plus meine Ziele, meine Träume. Und ich muss dafür, um das zu bekommen, mich verraten. So. Oder halt sagen mal,
nicht mehr sein, der, wer ich wirklich bin. So, ne? Und ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen, Leute. Sag ich, wie es ist. Ich würde ablehnen. Weil das ist der größte Preis, das Beste, was ich je erreichen kann. Ich selbst zu sein und mir selber treu zu bleiben. Das ist das Wichtigste und Beste für mich. Persönlich. Und ja, deswegen würde ich halt auf alles verzichten. Weil ich habe Großartiges schon erreicht. Es gibt nichts Großartiges, was ich erreichen kann. So, das gibt es nicht. Oh, gute Flanke und let's go, wir machen das Ding. Ich hoffe, ja, das hat Einfluss auf den Endspielstand, weil wir wissen ja Highlights, wo ich einen Doppelpack gemacht habe im letzten Part. Im ersten Spiel, ich glaube gegen St. Johnstone, da haben wir trotzdem verloren, also wer weiß. Eckball führe ich aus, das ist kacke, aber vielleicht kriegst du den Pass? Hallo? Also einen der Pässe, hallo? Kann ich hier keinen rufen? Das ist jetzt nicht. Ah, okay, da kommt einer angesprintet. Gut, ich dachte schon, das wäre richtig scheiße, aber warum wird mir das nicht angezeigt? In der Trainerkarriere wird mir das auch angezeigt, oder nicht? Oder wird mir das nie angezeigt? Und ich habe mir das so irgendwie eingeprägt. Keine Ahnung, was das für ein Versuch war. Ja, egal. 2-0. War zwar nicht durch, also war ich am Ende nicht beteiligt mit Vorlage oder Tor, aber Endeffekt. Weiteres Tor für uns, genau. Feier dich mit deinen Fans, Kumpel. War nicht verkehrt, die Situation. Haben sie gut gemacht, die Kollegen. Muss man mal loben. Wenn es denn verdient ist, natürlich. Ne? Weil von mir muss man sich alles verdienen. Selbst sowas wie Kritik und Verachtung. Selbst sowas gehört sich verdient. Und hart erarbeitet. Ja, zweite Halbzeit sind wir. Sieht gut aus. Ziele fehlt noch ein Pass. Ah, okay, dann habe ich so ein bisschen verscherzt. Okay, ich dachte, ich wäre schon durch mit Pass. Aber ich muss ja eh gucken nach Vorlagen und nicht so sehr nach eigenen Tore, wegen dem Ziel mit Valencia. Wegen dem Plan und das war ein Fehlpass, super. Und Spielende, oder? Nein. Gut. 88. Och, come on, ey. Ich muss nur noch einen Pass machen, dann die Ziele zu erreichen hier. Also die von dem Trainer. Mein eigenes Ziel, das wird mit der Vorlage, das wird vermutlich nichts mehr. Außer der Kollege hier spielt mit. Und der auch. Denn dann ist das seine Situation, Junge. Let's go. Sehr schön gemacht. Sehr gut. Genau so wollte ich das sehen. Ich weiß nicht, wer von meinen Kollegen das war. Kann den Namen auch gerade nicht sehen. 22 war es das anscheinend. Ah, diesen Jubel, den meiner gemacht hat mit dem Knierutschen, den hatte ich tatsächlich früher immer gedacht. Der wird mein FIFA-Jubel. Aber jetzt habe ich einen passenderen gefunden mit dem. Suicide Jubi, wie ich ihn immer nenne. Auch wenn Suicide natürlich für mich keine Option ist. Ja. Was? Ach so. Ich dachte zu Ende, weil meiner so am Feiern ist. Wow. Danke, ey. Dass ich hier jetzt nicht weg kann. Super. Wegen der einen Sekunde, Millisekunde, wow. Also das. Ja. Celtic mit dem Sieg. Hibernian mit dem Sieg, keine Überraschung. Rangers haben nicht gespielt. Okay. Unsere nächsten Gegner. Vielleicht hatten die gespielt oder spielen noch oder was weiß ich. Aber ist ja auch im Endeffekt egal. Wir gehen auf den Derby-Sieg. Derby war das sogar, wusste ich gar nicht. Ich konzentriere mich auf meine Leistung. Bin ich mit Medien redend? Mitspieler kann man mal loben. Weil das haben sie gut gemacht. Das haben sie echt gut gespielt, muss ich sagen. Hätten sie nicht besser, hätten sie kaum besser spielen können. Also, wow, dass ich mal meine Mitspieler lobe, das hätte ich auch nicht gedacht. Wenn ja so viele Parts, wo das Gegenteil der Fall war. So, und sieht auch gut aus im Meisterschaftsrennen für uns tatsächlich, weil ja, nach der regulären Spielzeit kommen ja noch die Meisterschaftsplayoffs, wo wir höchstwahrscheinlich mit dabei sein werden. Und wer weiß, vielleicht ist da was drin. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann werden die Playoffs Punkte, also da spielen wir, ich glaube die, also die Tabelle wird halbiert. Also die oberen gegen die unteren, genau. Ich glaube die oberen, also müssen ja dann die oberen 5 sein.
Ne, die oberen 6, ne? Gegen unteren 6, genau. Ja, doch, genau. Oberen 6 gegen unteren 6. Ich dachte, irgendwie würden 10 in der Liga, aber ne, wir sind 12. Dann wahrscheinlich obere 6 gegen untere 6, würde ich mal schätzen. Und dann werden, glaube ich, die Punkte, die man. Also, wir spielen dann gegen die oberen, anderen aus den oberen 6. Dann kommen, glaube ich, die Punkte aus den Partien gegen die noch mit auf die der regulären Spielzeit oben drauf. Ich glaube, so ist das hier. Und wir haben 10 Punkte Abstand auf Celtic und die Hearts. Hearts auch eine starke Saison am Spielen. Vor allem dachte ja, die Rangers sind vor ihnen, also mit Celtic am Konkurrieren. Aber nee, die Hearts sind Nummer 2 aktuell. Also mal schauen, wie das so weitergeht. Wir spielen gegen den Dritten, die vor uns sind, gegen die Rangers. Und keine Ahnung auch, wie es in Schottland ist, genau mit den Platzierungen, wer wohin kommt ins internationale Geschäft, wo wir ja noch drin sind, dank meiner Leistung gegen Union Berlin, für alle, die sich erinnern. Und wir gehen jetzt hier rein, komplett gegen die Rangers. Und wir spielen ja auch im Pokal gegen sie, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, im nächsten Part. Und ja, das werden wahrscheinlich im dieben Spiel und auch im nächsten Spiel packende Partien, gehe ich mal von aus. Also ich denke, die werden nicht ohne. Auch wenn es gegen Celtic, glaube ich, ja gut geklappt hat mit meinem Char und mir. Oder waren das die Rangers? Nee, ich glaube Celtic, ne? Müsste Celtic gewesen sein. Also vor meiner Verletzung natürlich. Ja. Die hoffentlich, ja, die erste und letzte war, wo meine halt wirklich ausgefallen ist. Ich glaube, es gab auch mal so in den Partien ein oder zwei Spiele eine Verletzung, aber da war es halt keine, wo ich ausgefallen bin. Und jetzt war es halt eine, wo ich halt weg war. Komplett für 3 Monate, ne? Waren es, glaube ich. Und ja. Jetzt wieder zurück gegen Union fürs Weiterkommen gesorgt, im Alleingang quasi. Ja, und jetzt hier in der Liga auch am gucken, dass ich alles hinbekomme. Ich ist aufs Tor, Teamballbesitz könnt ihr euch sonst wohin schieben. Die Bewertung 10,0 finde ich auch nicht so geil. Ich ist aufs Tor, mache ich halt einfach. Mir gefallen hier alle Ziele nicht. Wobei, das kann ich auch am ehesten mitnehmen. 8,5 geht auch fit, aber 10,0 habe ich jetzt keinen Bock drauf. Anzupinnen. Deswegen machen wir das auch nicht. Ich würde sagen, wir machen die Intro weg. Es war nichts gegen Rangers, aber ich werde den Part nicht unnötig in die Länge ziehen, wobei ich nicht weiß, ob der Part nicht auch so ein bisschen zu lange wird. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch, ich habe dann keine Schwierigkeiten beim Upload des Parts und ja, direkt so eine Situation hier. Eine harte Grätsche, die vom vielleicht fair gewesen ist, aber ich kam gerade erst von der Verletzungspause, da würde ich ungerne umgesäbelt werden. Erneut und ja. Oh, das war hartes Eigenzeigen von mir, aber es war doch noch. Dafür eine gelbe? Ich habe den Ball gespielt, du parteiischer Haufen Müll. Ja, also, da sieht man es meinem Gesicht vielleicht nicht an, aber ich denke mir auch noch, was soll denn das? So. Also weiß ich, ob man das meinem so angeschaut hat, dass er. Wobei, doch, die Reaktion hat eigentlich ganz gut gepasst. Eigentlich Facial Expression hier. So, gehen wir mal hier so durch. Mach. Ah, shit, abseits, oder? Nee. Haben ein bisschen zu spät gespielt, glaube ich. Sorry, Kumpel. Gehi? Oder Geje? Weiß nicht, wie man es ausspricht, aber wusste gar nicht, dass. Ist er neu, der Boy? Ist ein Transfer. Also, ist er neu? Also, der Name sagt mir irgendwie nichts, aber vielleicht. Vielleicht kriegt er ja auch mal ein bisschen Spielzeit. Vielleicht war er auch irgendwie noch in der Reserve oder so gewesen. Kann ja auch sein, ne? Weil wir haben ja neu, dass wir Transferphase hatten, aber vielleicht vergessen, verpeilt oder keine Ahnung. Passt nicht genug auf, was meine Teamkollegen angeht, aber wenn wir neu, dass der einer meiner Teamkollegen ist, aber ich habe auch nicht alle im Kopf, deswegen kann es schon sein, dass ich da einfach den Boy vergessen habe oder so. Aber ist ja auch egal. Weil es kommt größtenteils auf mich an. Den wichtigsten Mann nach 9 Minuten gegen einen der beiden härtesten Gegner. Zwar nicht unbedingt in dieser Saison, aber in der gesamten Historie des schottischen Fußball, der schottischen Liga. Und ja, da sieht man's. Außerhalb des Strafraums. Super gemacht, super Solo. Und auf der Kante noch. Rein ins rechte Ecke. Hämmert. Aber ich muss sagen, mir gefallen die Trikots richtig, richtig gut hier bei Aberdeen. Ich weiß, das habe ich schon oft erwähnt, aber das Heimtrikot ist stark hier. Also mit den Farben und den Sponsoren und dem Logo und auch das Auswärtstrikot. Coole Farben, coole Sache. Also die Trikots hier sind besser wie in Kaiserslautern. Und der Trainer scheint auch vernünftiger zu sein, aber ja, war noch los. Standards.
die wir bisher hatten. Hatten Deppmann in Union und den Lautern-Trainer, der mir in den Rücken gefallen ist. Also, naja, auch wenn das halt, ja, sage ich mal, weniger der Lautern-Trainer war, als mehr, ja, Nervigkeit und Dummheit von EA. Naja, so kennt man sie halt. Muss ich leider so sagen, auch wenn die Spiele natürlich nach wie vor Spaß machen. Und ich muss sagen, ich bin auch froh, dass das Spiel wenige Bugs hat. Also ich habe damit keine Probleme. Beziehungsweise, also so, dass es so selten mit Bugs, dass es so ist, als wären hier keine Bugs vorhanden, kann man eigentlich sagen. Und das ist auf jeden Fall positiv. Also Props an der Stelle für EA, dass es hier das Spiel flüssig funktioniert, ich keine Probleme habe mit Bugs, bis auf halt den einen, den ich mal hatte mit den wie heißt, mit den Transferverhandlungen, dass ich da die Karriere neu laden musste, aber ansonsten läuft. Läuft alles souverän. Und ja, Props an der Stelle. Und ja, also in meiner Meinung nach müssten sie nur eine Sache fixen und das wären halt die Fehlentscheidungen von den Refs. Das ist das Einzige, was gefehlt, also oder von den Schiedsrichtern. Ne? Ich sage halt immer Refs, weil ich halt das im Wrestling auch so handhabe und ich finde Ref hört sich auch besser an wie Schiri. So. Also Abkürzung für Referee natürlich. Ja. Und ja, ja, also ich finde, die sollten halt einfach nur das beheben mit den Fehlentscheidungen der Refs. Also, dass es entweder auf beiden Seiten Fehlentscheidungen gibt, also auf denen der Spieler des Spielers und halt der KI und zu gleichen Teilen, ne? Oder halt komplett raus. So, weil dann wäre es eine gute Sache und dann wird sich auch niemand beschweren. So, weil dann gibt es keine, also. Ja, oder was heißt niemand, aber weniger Leute würden sich beschweren, denke ich. Ja. Und ist ja auch richtig so, weil dann wäre es halt auch fair und ausgeglichen. Und hier sehen wir das schöne 2-0 von mir. Super Solo, auch wenn ich lieber eine Vorlage hätte, sage ich ganz ehrlich, wegen dem Ziel mit Valencia, aber gut. Eigene Dinger machen ist ja auch mein Job, also passt das ganz gut. Aber ich weiß auch nicht, warum ich als Stürmer für als Vertrag die Torvorlagen habe. Also das ist auch, ja. Fühle ich eigentlich gar nicht. Also, das ist das, so was mit Valencia, das Einzige, was es halt so, woran es halt scheitern könnte. Weil ich es halt erstens nicht fühle und zweitens weiß ich halt auch nicht, ob ich es schaffen würde. Und wenn ich es schaffen will, dann weiß ich halt nicht, ob ich da hingehe, weil wer weiß, ob der Trainer mich da nicht eher als Mittelfeldspieler sieht. Und ja, vielleicht gehe ich ja doch eher als Trainer hin, weil das Ziel so, ja, was ist das für ein Trainer? Stürmer mit Torvorlagen. So. Sehe ich gar nicht. So bei einem ZOM verständlich. Absolut verständlich. Würde ich das sogar so sehen wie der Trainer. Oder wie der Vorstand auch, ne? Je nachdem. Und Hedwig, let's go. Sehr gut gemacht vom Teamkollegen, genauso als ich vorgehabt. Als ich gemerkt habe, jo, das mit der Vorlage macht keinen Sinn. Gehe ich um Hedwig. Und ja. Wie gesagt, so. ZOM absolut verständlich, genauso wie ZM. Da sehe ich es dann halt eher als meine Aufgabe an. So, aber nicht halt als Stürmer. So, da sehe ich es halt absolut nicht als meine Aufgabe an, als ein Vertragsziel Torvorlagen zu machen. Tore zu machen? Natürlich. Aber Torvorlagen? Was kommt als nächstes? Soll ich noch Tore verhindern? Soll ich zum Abwehrspieler werden oder was? Also das sehe ich überhaupt nicht ein. Das finde ich halt eine dämliche Sache, wie halt auch manche der Ziele leider. Aber gut, ne? Gelbe Karte für einen von unserer Boys, aber warum geht der auch auf den. Warum geht der halt in eine Grätsche? Verstehe ich nicht ganz. Wir führen 3-0, Kollege. Selbst wenn die ein Gegentor machen, wen juckt das? So, lieber sieht er eine Verwarnung ein. Das ja. Ich weiß nicht, ob die gerade nicht, ob die gerechtfertigt war, weil ich mich halt mehr auf das Gelaber von mir am Konzentrieren war als auf unsere Defensive. Aber selbst wenn, er muss ja keine Grätsche zücken. So, warum zückt er da eine Grätsche? So, ich würde da lieber auf Gegentor gehen, als wie bei dem Spielstand, als wie eine Verwarnung zu kassieren, weil was bringt's uns, wenn man im nächsten Spiel fehlt? So, was bringt uns das? Gar nichts. So, also ich finde es halt dämlich. Bei so einem Spielstand auf in eine Grätsche zu gehen.
Vor allem halte ich das hier halt unwahrscheinlicher, dass wir halt hier noch irgendwie Gegentore kassieren. Also in der Wölf-Trainer-Karriere ist das ein bisschen anders, weil ich weiß halt, wie scheiße ich in der Defensive bin und auch nicht, was ich dagegen machen kann. Aber hier sieht das ja alles sehr solide aus. Also, was heißt sehr solide aus? Aber ja, für unsere Verhältnisse halt sieht das schon gut aus, ne? Und also für unsere Möglichkeiten natürlich auch. Wir sind halt immer noch in Schottland und ich bin hinten aushelfen bei der dem Freistoß. Ich bewege mich mal wieder nach vorne hier. Warum habe ich nicht die Rolle von dem einen Teamkollegen da bekommen, der da weiter weg stand? Der hier meine ich, glaube ich, der mir gerade den Ball zugepasst hat. Ich hoffe, du bist nicht im Abseits. Schade. Tja, aber renn erstmal weiter, ne? Macht ja nichts, ne? Ah, gut, 10,0 Wertung ist da. So. War mir nicht sicher gegen die Rangers, weil wie gesagt, ich unterschätze hier weder Rangers noch Celtic noch irgendwen. Also jetzt recht nicht Rangers oder Celtic. Und die Hearts, die sind auch krass die Saison. Also die sind natürlich auch hier der Geheimfavorit, würde ich mal sagen. Also so würden was wahrscheinlich die Experten hier einschätzen. Oder wir sind der Geheimfavorit wegen mir. Das kann halt natürlich auch sein. Ah, schade. Hier. Ah, schade, ich dachte, die Flanke geht auf den Gehi, müsste das gewesen sein. Ja, ich wollte halt auf den, der am nächsten war zu mir, wo ich geflankt habe, spielen, aber leider hat er dann weiter hinten angespielt. Schade. Ja, die Highlights, die haben wir alle gesehen, dann machen wir mal weiter. Weil, wie gesagt, schwer, dass der Part nicht zu lange geht, deswegen weniger Gelaber, mehr rein. Wobei andererseits ein 3-0. Und ich bin ja auch vorgelastet, ne? Das ist ja auch nicht so gut. Was heißt, ich darf keine, eigentlich mir nichts erlauben mehr. Was heißt, ich sollte eigentlich für eine Auswechslung gehen? Weil was bringt hier noch für Ergebnis zu sorgen? Dann gehe ich auf Auswechslung, dass der Part nicht so lange dauert und dass ich halt auch nichts befürchte, im nächsten Ligaspiel gesperrt zu sein. Weil das wäre es halt absolut nicht wert. Dafür halt jetzt noch ein paar Mal zu scoren. Da lasse ich mich halt lieber auswechseln. Vom Trainer. Cool, dass ich das halt auch machen kann. Und dann machen wir hier Ende. Das ist Win-Win-Situation für alle. Nicht nur für mich selber. Rodriguez trifft sogar, der für mich reingekommen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir nochmal. Genau. Scheint genau der Mann gewesen zu sein, der für mich reingekommen ist. Ja, super Leistung der Mannschaft mal wieder. Kann man nicht anders sagen. Also in dem Part, da läuft es einfach. Die Mannschaftsleistung stimmt. Meine Leistung, also. Wer soll uns aufhalten, wenn wir so weitermachen? Aber ob wir so weitermachen können, mit dem Top-Träger, mit mir natürlich, das sehen wir im nächsten Part. Ciao, Leute.